Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Beim letzten Mal hatte ich gesagt, ich zeige euch noch, wie man CSS-Dateien kommentiert oder CSS kommentiert. Und das ist, ich kann es immer nur sagen, ganz wichtig, sobald ihr größere Projekte habt, ihr verfuddelt euch, ihr kommt durcheinander und so ein Kommentar, der wirkt einfach Wunder bei der Orientierung, weil ihr nach einigen Tagen echt nicht mehr den Überblick habt, wenn ihr dann hunderte von kleinen Sachen geschrieben habt und wisst nicht mehr, wo was steht. Da ist ein Kommentar ganz wichtig. So, ein Kommentar ist ganz einfach bei CSS. Ein Schrägstrich und ein Sternchen, um das zu öffnen, und ein Sternchen und ein Schrägstrich, um das zu schließen. Und wir gehen mal ganz schnell hier in unseren CSS-Dokument hinein. Und ich schreibe hinein Schrägstrich Sternchen. Jetzt seht ihr, mein HTML-Editor macht mir jetzt alles grau, was ich geschrieben habe an CSS, und sagt damit, das ist jetzt alles Kommentar. Ihr könnt also mit einem Schrägstrich Sternchen auch einen Kommentar über mehrere Zeilen schreiben. Und ich gebe jetzt mal ein, mein erster CSS-Kommentar und dann Sternchen, Schrägstrich. Und ihr seht, jetzt bekomme ich mein CSS-Aussehen wieder ganz normal zurück. Der Kommentar ist geschlossen. So, kleiner Tipp, wenn ihr ein CSS-Dokument schreibt, dann legt euch eine Struktur an. Und sagt zum Beispiel, als erstes kommen, was weiß ich, die ganzen Formatierungen für die Kopfzeilen. Und als zweites kommen, was weiß ich, die ganzen Formatierungen für die Überschriften. Und als drittes kommen die Formatierungen für die Bilder. Und dann legt ihr euch einzelne Segmente an, also wie so kleine Kapitelchen innerhalb des CSS-Dokuments. Und dann steht dort, ab hier folgen jetzt die Formatierungen für die Bilder. Dann legt ihr euch am besten noch für jedes einzelne Bildformatierung, legt ihr euch einen CSS-Kommentar an und so weiter. Und dann wird das schön übersichtlich. So, das ist das Erste. Das ist also eine ganz einfache Sache, was ich euch zeigen wollte. Die zweite Sache, die ich euch zeigen wollte, ihr könnt natürlich ein External Style Sheet mit einem Internal Style Sheet kombinieren. Und wenn ihr hier jetzt wieder einen Block anlegt mit einem Internal Style Sheet, dann schreibt ihr hier keine HTML-Kommentare rein, sondern CSS-Kommentare. So, wenn ihr HTML-Kommentare reinschreibt, dann macht er euch komische Sachen. So, also innerhalb des Elements Style, dieses Internal Style Sheets, bitte CSS-Kommentare reinschreiben. Und keine HTML-Kommentare. So. Und hier könnt ihr jetzt ganz normal wieder irgendwelche Sachen reinschreiben, so wie ihr die haben wollt. Gut, das war's schon für dieses Mal. Also wirklich eine ganz kleine und eigentlich recht triviale Sache. Nur unterschätzt es nicht. Wie gesagt, es macht euch die ganze Programmiererei übersichtlich, auch wenn ihr am Anfang dann denkt, warum muss ich das reinschreiben? Aber tut es. Ihr kommt irgendwann durcheinander oder sucht länger, als es gebraucht hätte, um einen Kommentar in den Programmcode reinzusetzen. Gut, falls euch das Video gefallen hat, drückt bitte einen Daumen hoch und beim nächsten Mal geht es wieder zurück zu den Style-Elementen selbst und was ich damit noch oder was ihr damit noch alles anfangen könnt. Bis zum nächsten Mal.